Was hat die Windows-Ereignisanzeige? Eine Tastatur, Überwachungskameras oder auch der Flugschreiber eines Flugzeugs gemeinsam? Sie verwenden alle irgendwie zur Speicherung eine Art Datenstruktur, die man als Ringbuffer kennt. Was ist ein Ringbuffer? Im klassischen Array sind die Daten nacheinander angereiht und wenn es voll ist, müssen wir uns überlegen, wie wir damit umgehen. Meistens wird dann einfach nichts mehr reingeschrieben. Beim Ringbuffer wird das Array jetzt sozusagen wie ein Ring aufgefädelt und die Werte nacheinander eingeschrieben und auch nacheinander wieder rausgenommen. Allerdings hat der Ringbuffer jetzt diese Eigenschaft, dass wenn dieser voll ist, die ältesten Werte einfach wieder überschrieben werden. Also er füllt sich ganz normal an und dann werden die ältesten Werte einfach überschrieben. Also hier beim 0 sieht man es, 0 kommt weg, 24 kommt rein, 1 kommt weg, 25 kommt rein und so weiter. Die Tastatureingaben sind ebenfalls gebuffert in einem derartigen Ringbuffer. Wenn man reintippt und der Computer diese noch nicht abgearbeitet hat, dann werden die einfach reingeschrieben, ich glaube bis zu 80 Zeichen und von diesem Buffer wieder ausgelesen. Wie ist die Datenstruktur aufgebaut? Hier ein Beispiel eines Ringbuffers, der zu drei Viertel voll war. Er hat auf der einen Seite ein Array, in dem die Daten liegen, auf der anderen Seite allerdings auch zwei Indizes. Und zwar die nächste Schreibposition und die nächste Leseposition. Die alten bereits gelesenen Elemente hier so weißlich dargestellt, die stehen natürlich einfach nur drinnen. Der Speicher ist wieder freigegeben zum Überschreiben. Wenn man will, könnte man hier auch einen Standardwert reinschreiben, um das sozusagen zu simulieren, dass das Element wirklich weg ist. Es gibt also zwei Indizes. Der eine, wo wird als nächstes geschrieben, wenn ein Wert eingefügt wird, der zweite Index, wo wird rausgelesen, wenn der nächste Wert ausgelesen werden soll. Okay, wenn wir also jetzt lesend darauf zugreifen, dann wird die Zahl 3 ausgelesen und dieser Index wird um 1 weitergeschoben, dass nächstes Mal die Zahl 4 ausgelesen wird. Das Schreiben funktioniert logischerweise ähnlich. Was passiert, wenn sich diese zwei Indizes sozusagen berühren, überschneiden, wenn die Schreibposition dort ist, wo auch gelesen werden soll. Nun ja, wenn so häufig reingeschrieben wird, dass die alten Elemente überschrieben werden, dann wird auch die Leseposition automatisch weitergeschoben. Sonst wäre ja die Leseposition beim neuesten und nicht beim ältesten Element. Okay, in diesem Sinne implementiert wird diese in einem anderen Video. Viel Spaß!